Mein Name ist Jan Upadek. Ich bin bei der Landeskirche Braunschweig zuständig für öffentliche Fördergelder. Eine kleine Seitenabteilung des Fundraisings im Allgemeinen, wo es eher darum geht, mal auf Schlag große Summen für bestimmte Projekte zu bekommen. Der Nachteil, bei manchen Projekten funktioniert es nicht, weil es keinen passenden Fördertopf gibt. Fundraising in der Landeskirche in Braunschweig findet dadurch statt, dass in vielen Kirchengemeinden geschaut wird, ganz klassisch, wo können wir denn Gelder für gemeindliche Aktionen herbekommen. Das kann dann die normale Werbung durch den örtlichen Dorffleischer im Gemeindebrief sein. Das kann eine Geschichte sein, wo erzählt wird, wir fragen einmal gezielt für eine Veranstaltung an und gucken, ob wir Sponsoren finden über die örtlichen Banken und Versicherungen. All das, was wahrscheinlich auch weit verbreitet in üblichen anderen Teilen Deutschlands ist. Dann meldet sich die Gemeinde kurz bei uns bei der Landeskirche. Wir schauen mit ihnen zusammen, was ist eigentlich vorhanden, was macht ihr bereits, über welche Kanäle könnte Fundraising bei euch am ehesten funktionieren. Und dann starten wir mit kleineren Geschichten. Wie spreche ich das an? Wie schreibe ich meinen Kirchgeldbrief neu? Wie kann ich über die Aktion, die ich eh schon durchführe, den Fundraising-Gedanken bei uns in der Gemeinde verankert bekommen? Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich im Landeskirchenamt ganz klassisch im Büro sitze. Dort sichte, welche neuen Fördergelder, welche neuen Förderprogramme, welche neuen Schwerpunkte von Stiftungen gibt es. Und immer dann, wenn Anfragen kommen von Kirchengemeinden, von Propsteien, von landeskirchlichen Einrichtungen, die sagen, ich habe eine spannende Idee für ein Projekt, gibt es dafür Fördergelder, mit denen Kontakt aufnehme, suche, ob gibt es was Passendes und dann entweder sage, es gibt eine passende Fördertopf für dich, wir können daran gehen, gemeinsam einen Antrag zu schreiben. Oder ich sage, es gibt Anträge, die sind so ein bisschen nicht ganz das, was ihr wollt, aber zum großen Teil passt es. Könnt ihr euch vorstellen, eure Sache anzupassen? Oder ich sage, es tut mir leid, dafür gibt es aktuell gerade gar nichts. Da müsst ihr leider anders sehen, wie ihr an Geld herankommen könnt dafür.